Ein Kondensator ist ein Gerät, mit dem durch eine Spannung U eine elektrische Ladung Q und also auch eine elektrische Energie E gespeichert werden kann. Ein Kondensator besteht aus zwei eng benachbarten Leitern, die entgegengesetzt geladen werden und die durch einen Isolator, den man Dielektrikum nennt, voneinander getrennt sind. Hier ein Schema. Zuerst schalte ich den Stromkreis so, dass durch diese Stromquelle ein Strom fließen kann und diesen Kondensator aufladen kann. Jetzt schalte ich hier um, so dass durch diese Stromquelle nun in diesem Kreislauf ein Strom fließen kann. So funktioniert also ein Kondensator. Der Vorteil eines Kondensators, das ist, dass er sehr schnell aufgeladen und auch wieder sehr schnell entladen werden kann, wie zum Beispiel in einem Blitzlichtgerät. Die Kapazität C eines Kondensators ist das Verhältnis der gespeicherten Ladung Q und der Spannung U des Stromkreises. Also gilt, Kapazität C ist gleich elektrischer Ladung Q geteilt durch Spannung U. Und durch diese Formel gilt, die Einheit einer Kapazität, das ist Coulomb geteilt durch Volt. Vorsicht, nicht diese beiden Cs verwechseln. Dieses erste C steht für Kapazität des Kondensators und dieses zweite C steht für die Einheit Coulomb. Ein Coulomb geteilt durch 1 Volt heißt ein Farad zu Ehren des britischen Naturforschers Michael Faraday. Die Physiker haben herausgefunden, dass die Kapazität C eines Kondensators von dem Flächeninhalt A der Leiterflächen, von der Distanz klein d zwischen den Leiterflächen und von der Art des Dielektrikums abhängt. Im Vakuum sowie in der Luft gilt, die Kapazität C eines Kondensators, das ist ein Faktor Epsilon 0, der für das Vakuum und für Luft ungefähr 8,86 mal 10 hoch minus 12 Farad pro Meter beträgt, mal Flächeninhalt A geteilt durch die Distanz klein d zwischen diesen zwei Leiterflächen. Die Energie, die in einem Kondensator gespeichert werden kann, wird berechnet durch diese Formel. Die Energie ist gleich zu ein halbes Mal die Kapazität des Kondensators mal das Quadrat der Spannung im Stromkreis. In Kürze werden wir zeigen, dass dieses Produkt einheitenmäßig effektiv Joule ergibt. In einem Stromkreis können Kondensatoren parallel geschaltet werden und bei solch einer Parallelschaltung gelten diese zwei Formeln. Die Gesamtkapazität ist gleich zur Summe der Teilkapazitäten und die Spannung ist überall gleich. Kondensatoren können auch in Serie geschaltet werden und bei solch einer Serienschaltung gelten diese zwei Formeln. Man kann die Gesamtkapazität C berechnen anhand der zwei Teilkapazitäten C1 und C2 durch diese Formel. Die Gesamtspannung vom Stromkreis ist gleich zur Summe der zwei Teilspannungen in den beiden Kondensatoren.